Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Rivals. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine Lieben. Ja, wir sind dabei, ein bisschen weiterzumachen. Oh, wir sind dabei, ein bisschen weiterzumachen mit Füßi natürlich. Hallo. Kleinen Moment, Maschinenring. Erst hallo. Hallo. Wieso ist das fehlgeschlagen? Ich bin gerade damit fertig gewesen. Bist du fertig damit? Ja. Bei mir steht da fehlgeschlagen. Nee, also der hat angezeigt, ist fertig und... Das war aber vor dem Sünden, also vor der... Nochmal drauf. Ah, vielleicht weil ich runter bin. Ja, kann gut sein. Also ich bin ja die ganze Zeit drauf geblieben. Soll ich mal gucken bei dir? Ja. Ich komme. Stimmt, weil ich ausgelockt habe. Scheiße. Ach. Abgeschlossen. Bei dir ist abgeschlossen? Ja. Claim die mal. Ah, Kuss. Kuss. Dankeschön. Da kam was an. Ja, macht ein Tausender extra. Ja, ich sehe schon. ich hab noch was für euch, wenn ihr wollt. Aber ja, du hast die Arbeitskraft. Ich hab die Arbeitskraft. Deswegen, erst wenn du sagst, nö, ich brauche die Arbeitskraft nicht mehr, dann wird abgerechnet. Die Arbeitskraft wird benötigt auf... Was ist bei euch in der Nähe? Feld 56? Warte. Nee, Quatsch. Feld 19? Ist das weit weg? Ja, es ist... in der Nähe von der Röthenhofer Biogas. Also... Wir müssen immer durchs Dorf und die Serpentine runter. Ja, also Feld 19 ansehen. Die Geräte stehen beim Händler bereit. Jo. Was soll ich mit dem Güldner machen? Bitte beim Händler abstellen. Alles klar. Kümmere ich mich selber drum. Gut. Jo. Danke. Bitte. So, könnt ihr mich mal in die Strafkammer kurz? Nein, können wir leider nicht. Können wir nicht. Wir werden dir zu weit. Wie viel? 2000. Das ist aber hier auf Millimeter, Digga. 3500 Euro. Überwiesen. Dankeschön. Dankeschön. Hochschieben? Hey, ich muss noch einen neuen Auftrag verteilen, aber hier, der kann mal abhauen hier. Ich kann nicht abhauen, das ist der Channel, Digga. Ja, dann mach du zuerst, dann mach ich. Ich bin hier in meinem... Achso, scheiße, ich bin im Melu. Null. Da wollte ich gar nicht hin. Okay, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen zusammenreißen, was das Fahren hier betrifft, Alter. Ich verliere zu viel Zeit mit der Aneckerei hier ständig. Das geht mir tierisch auf den Piss, Alter. Na siehst du, das geklappt. Hallo. So, hallo. Hallo. Der ist gerade noch bei Melu. Ah, ist noch bei Melu. Hatten wir noch was Einzelnes mit ihm hier? Mit dem Herrn Manus? Nein, hat man ja. Erstmal aktuell nichts Einzelnes. Ja. Oh, aber. Was soll ich hier mal den Boden wieder anheben, dass man da reinkommt? Kannst du mal nicht in deine Kartoffel so nuscheln? Ja, nee, ich habe ja eh mit mir selbst geredet. Aber Herr Manus, wie läuft das Geschäft? Kommst du gut voran? Ja, es geht so. Ne? Also, man hält sich halt über Wasser. Der Kontrahent macht es einem nicht leicht durch seine ständigen. Naja, durch seine ständigen Diskriminierungen halt und naja. Ah, ich höre, Sie sind da sehr schwer getroffen. Naja, es macht es einem nicht einfach, es ist halt schon hart. Aber pff, was soll ich jetzt machen, weißt du? Ah, Sie sind doch starker Charakter, Sie stehen doch da drüber. Naja, ich versuch's, klar. Und ich hatte noch überlegt, ob ich die Taschentücher mitnehme. Ach so, ein Mist. Hätten vielleicht doch mitnehmen sollen. Ja. Ach so läuft das jetzt. Hallo. Hallo, Herr Freezy. Hallo. So, da wir ja so wunderbar zusammengekommen sind. Und zwar, es geht um Folgendes, was wir gern mit beiden besprechen wollen würden. Und zwar, Herr Freezy. Ja. Kennt sich ja, nehme ich an, mit dem Regelwerk auch sehr gut aus, ne? Ja.
Also, was heißt ganz gut? Ich kenne mich damit aus, ja. Er prahlt auf jeden Fall ständig damit. Allerdings, Herr Freezy, ist es nun so. Es steht eine Anschuldigung im Raum gegen Sie, die ich Ihnen jetzt vortragen werde, und dann können Sie sich dazu äußern. Ja. Und zwar ist es wie folgt. Zum einen haben Sie vorhin, wo der Herr Manus im Gespräch mit einem der beiden LUs war, einfach rausgemoved. Und zum anderen haben Sie dann kurze Zeit später in einem Gespräch den Herrn Manus mit, ich würde zu ungern solche Wörter, aber es ist leider so, mit Wichser bezeichnet. In was für ein Gespräch? In einem Gespräch von McManus? Das stimmt nicht. Das Wort ist gefallen, aber... Also in einem Gespräch mit Ihnen beiden irgendwo? Ja, ich habe mit McManus nicht gesprochen. Nee, es ging um, also über mich. Also das Wichser war auf den Herrn Manus bezogen. So wurde mir das zugetragen, beziehungsweise der Strafkammer. Und das verstößt ja nun wirklich gegen... Aber er war ja gar nicht im Raum. Doch, war er. Ja, dann hat er sich wieder angeschlichen. Ist nun mal auch mein Zimmer hier. Aber ich kann ja... ich habe das gesagt, ja. Das schreite ich nicht ab. Ich mache jetzt hier nicht so einen auf... Das war ja gar nicht so gemeint. Ich habe es gesagt, ja, auf jeden Fall. Aber ich wusste nicht, dass er im Channel war. Und wenn er im Channel war, hätte ich ihm das auch nicht ins Gesicht gesagt. Es war hinter dem Rücken gesagt und... ja, wenn er hier in den Channel kommen würde und vernünftig Hallo sagen würde... Ich wollte dann, dich schon unterbrechen, ist eine Art der Höflichkeit. Ja, dann wäre das wahrscheinlich auch gar nicht passiert. Weißt du, ich versuche immer höflich mit dir umzugehen und versuche wirklich hier irgendwie miteinander... Also, nein, Moment! Was ist los? Habe ich dich beleidigt schon mal? Habe ich dich beleidigt? Du hast auf mich gespuckt! Ich hatte immer noch die Fliege im Rachen. Ja. Seht ihr Leute, liebe Strafkammer, da kommt es ja wieder raus. Er steht ja noch nicht mal dazu. Ne? Ich meine, ist ja auch noch nicht mal ehrenhaft. Ne? Aber ich glaube nicht, dass das gerade das Thema ist. Ja, glaube ich auch. Das Thema haben wir ja schon gegessen und da hat er sich ja auch wirklich höflich bei Ihnen entschuldigt. Ich bin immer höflich zum Friesen. Aber sei es drum, es geht jetzt nur darum, Herr Friese, Sie haben mit Ausdruck und ich sag mal jetzt Ihre Schilderung der Tatsachen war jetzt leider auch nicht förderlich irgendwo ins Positive. Leider Gottes ist das halt Paragraph 1, es wird fair und respektvoll. Ich habe die Seemaschine nicht mehr, die ich dahinter hängen könnte. Das ist richtig, ja. Boah, das haben Sie ja damit in dem Sinne verletzt. Entschuldigung, ich hätte auch Sie davor sagen können, dann wäre es höflicher gewesen, oder? Allerdings, Herr Freezy, Sie machen es gerade absolut nicht besser. Vorschlag zur Güte, da wir das beim Herrn Manus genauso gemacht haben. Ja. Sollten Sie sich in der Lage fühlen, sich jetzt wirklich aufrichtig vor allem beim Herrn Manus wirklich aus tiefstem Herzen zu entschuldigen. Ja, jetzt fahre ich aber nicht so die Schiene auf. Die Strafkammer ist gut, ey, die ist wirklich gut, die zwei machen das super. Dann sehen wir von einer Strafe ab. Okay. Tino? Ja? Tut mir sehr leid, dass ich dich Wichser genannt habe. Aber warum sagst du es dann? Ich weiß es nicht, das ist mir ehrlich gesagt so rausgerutscht, Tino. Es tut mir mega leid. Kann ich das wieder gut machen, indem ich dich vielleicht einlade zu Soda? Natürlich zuckerfrei. Vielleicht mit... Cola, Vanilla, trinkst du doch so gerne. Ich würde den Vorschlag machen, der Wiedergutmachung. Also, meiner Meinung nach, wenn der Freezy das wirklich ernst meint, ich meine, sind wir uns alle einig, ganz einfach hier zu sagen, Entschuldigung, hier kurz 30 Sekunden auf Netz zu machen, das kriegen wir alle hin. Auf Knopfdruck. Ne? Wissen wir, wir sind YouTuber. LOL! So, das bitte rausschneiden. auf jeden Fall, nein, Spaß, aber man muss, ich möchte einfach sagen dazu, und zwar, ich finde, dass eine kleine Unterstützung von 2.500 an meinen Hof das Ganze wirklich, also ernst gemeint, untermauern würde. Bin ich der Meinung. Herr Manus, wenn Sie das jetzt so einfordern... Nee, nicht einfordern, es ist ein Vorschlag. Erinnere ich gerne nochmal an die sogenannte Fliege im Rachen.
Ja, aber, aber gibt's jetzt hier nicht. Es war der Vorschlag, Herr Manus. Da ja. Hören Sie jetzt bitte beide genau zu. Das ist doch aber schade. Das ist aber gibt's, Herr Manus, ich rede jetzt und nicht Sie. Das ist aber auch. So. Mhm. Und zwar, wie gesagt, nehmen Sie die Entschuldigung von Herrn Freezy so an. Ja, ich weiß nicht, ob die ernst ist. Jetzt mal ohne Mist. Ich meine, das ist schon ein hartes Wort. Ich würde ihn nie so beleidigen. Nie. Ja, ich nehme es an, aber... Dann, meine Herren, sollten Sie vielleicht vorher über gewisse Dinge nachdenken, wie Sie was handhaben. Dann läuft manches umso besser und umso leichter. In diesem Sinne zieht sich jetzt die Strafkammer zurück. Ja, Moment mal. Ja, bitte? Was ist denn mit der anderen Sache? Hier gar nichts ist, Junge. Dazu, Herr Freezy, werden wir Sie nochmal gesondert laden, da die Strafkammer dazu noch ein paar Nachforschungen anstellen muss. Wieso das denn? Wieso das denn? Wisse, ja. Verknacken Sie den jetzt hier! Aber, meine Herren, Punktabzug. Einen wunderschönen Tag. Wir ja, Unruhe stiften und abhauen, das könnt ihr! Ey, was soll denn das wieder werden hier für eine Aktion? Ja, wieso, wenn sie ermitteln müssen, hallo? Ermitteln müssen, die müssen gar nichts. Aha, jetzt erzählst du denen also, was sie müssen und was ja. Nicht. Ja? Ja, sicher. Ja? Digga. Ja? Du noch? Das ist ja, also das ist ja jetzt hier mal wieder unterste Schublade hier, also da muss ich mal wieder los. Wieder mal, ja? Ja, da muss ich mal wieder mal los. Ja, beleidig doch einfach nochmal wild durch die Gegend. Ach. Komm, spucken wir einmal wieder wild durch die Gegend auf Menschen. Was hältst du davon? Ich hab nie würde ich so ein Wort in den Mund nehmen. Du hast sogar und dich so beleidigen. Ich, niemals. Ja, ist klar, du hast doch gesagt, ich spuck auf dich, Junge. Alter, und jetzt tut er hier einen auf Fliege. Auf Fliege macht er hier. Ja, Fliege, Alter. Scheibe auf Fliege, Junge, natürlich, ja. Mann. Aber sowas würde ich nie in den Mund nehmen. Sowas würde ich nie sagen zu dir, niemals. Das hat mich hart getroffen. Außerdem habe ich dich ja nicht als das böse Wort beleidigt mit dem Wichser, weil das ist ja auch eigentlich Schuhputzer. So. Und als Schuhputzer ist ja wohl nichts dran. Oder willst du jetzt die Leute schlecht machen, die Schuhe putzen? Ja, oder? Jetzt fang so an. Da kriegst du es aber gleich richtig von hinten, Junge. Das kannst du aber wissen, ey. Ich sag's jetzt nicht. Ich muss mich muten. Was hast du gesagt? Muten! Link was? Ist das ein Link? Also den wollte ich ja noch schicken, den Link. Welchen Link meinst du denn? Den von ja, zum Zeller? Video, das wollte ich mir danach schicken. Ja, muten. Boah, nee, so eine linke Bazille, ey. Und das ist keine Beleidigung, das ist eine Tatsache. Da muss ich aber auch groß. Da muss ich aber auch wirklich groß. So, unser Plan, Leute. Das mit den Missionen klappt ganz gut. Wie wir vorhin bei unserem kleinen Lauschangriff feststellen konnten, ist es tatsächlich so, dass wir eine kleine Lücke da im System gefunden haben. Leute, des Projektes willen, petz da nicht wieder rum, ey. Ohne Mist. Petz nicht wieder rum. Ja. Lasst uns das mal jetzt hier machen und gut ist. Wirklich, auf entspannt jetzt. Kommt, Leute. Gönnt mal. Kommt. So, wir müssen nebenbei hier pflügen. Das ist echt ein bisschen ärgerlich, aber das Feld, das müssen wir jetzt einmal durchrammeln, das nützt nichts. Und ja, dann müssen wir mal schauen. Sämaschine kaufen, weiß nicht, ob sich das lohnt. Wir haben erstmal technisch absichern das Ganze. So, da ist er wieder. So, wir sind hier. So. So, ich mute mal ganz kurz mein Manus Mikrofon. LOB. Okay. Ja, brauchst du dich nicht muten, kannst du sparen. Ah, okay, gut. Hallo, ich soll den LUB kommen? Ja, einfach Rechnung. Was? Ja. Okay, um was geht's? Vom Ernten und Abfahren. Ich muss mal blöd fragen, das Geld? Ist bei, die haben es erst bei uns überwiesen, die haben es weitergeleitet. Das haben sie. Es waren 12.500. Genau. 12.500? Ja. Das habt ihr überwiesen? Ja. Okay, ja. Wir waren insgesamt bei. Wieso habe ich so wenig Geld, Leute? 2460. Ja. LUB. Dankeschön, ein bisschen Trinkgeld. Oh, scheiße, die wandern. Wo will er hin? Gut. Aber wieso habe ich so wenig Geld? Gut, nee, ist nicht für euch. Ich muss nur kurz hier bleiben, weil hier kann ich reden, ohne mich zu muten. So.
Ja, Leute, ich habe so wenig Geld. Ich habe nur 53.000. Und ich habe gerade noch eine Rechnung bezahlt fürs LU, ist klar. Aber trotzdem. Ihre ganzen Felder. Wieso habe ich so wenig Geld? Das verstehe ich gerade nicht. Was ist hier nochmal abgegangen? Was ist heute Mittwoch im Tag, ne? Ja. Nee, heute ist heute. Okay, das sind die Ernteeinnahmen. Wir haben 7.680 Düngerkosten heute gehabt. Landkauf. Hier. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo unser Geld ist. Ja, ich hatte eben 65.000 und jetzt habe ich nur noch 53.000. Ich weiß nicht, warum. Ich habe kein Feld gekauft. Nein, nein, in der Folge haben wir nichts gekauft. Ja. Nein, auch nichts Bankkredit. Es ist ja auch noch nicht 24 Uhr und nichts. Saatgut für den Maschinenring. Ja, aber das steht ja nicht drinne. Nee, Saatgut steht ja keins drinne. 7.300 ging weg. Ja, aber für was? Für was? Was glaubt dem du bist? Guck mal hier. Kosten Saatgut. Null. Der Dünger wird angezeigt. Nee, verstehe ich nicht. Wie sieht's aus mit den... Gut, jetzt sind Kreditzinsen und für die Gebäude die Kosten abgegangen, das ist klar. Wie viel Geld habt ihr mir für die Sonnenblumen überwiesen? 12.500. Schade, dass man das mit den Einnahmen Ernte nicht nochmal aufs... Nee, warte mal, die 12.500 müssten doch woanders dann stehen, oder? Die stehen bei Überweisungen. Oder bei Sonstiges müssen die dran stehen. Lohndienstleistungsumsatz? Nee, Quatsch. Lohnzahlungen? Sonstiges? Ja, 68.000. Da kann das natürlich jetzt dabei sein, ist klar. Naja, gut, nee, wenn ihr sagt, ihr habt das überwiesen, klar, habt das halt überwiesen. Also das will ich gar nicht anzweifeln, um Gottes Willen. Aber es schreiben halt, das Doofe ist, dass viele schreiben, dass das für die Ernte das Geld nicht angekommen ist. Ja, Roggen, 41.000 Liter, die fehlen nicht, Freunde. Weil die wurden nicht letzte Folge vom Livestream, sondern die Folge davor am Ende verkauft. Das ist genau, wo wir abmoderiert haben, hat der Verkauf stattgefunden. Das war ein bisschen blöd. Das heißt, ich habe die Folge beendet und danach wurde das noch gut geschrieben. Komisch. Na gut, ich gehe erstmal hoch. Das David. Hallo. Hallo. Wie läuft es nochmal auf dem Feld? Ich hatte es mal gerade gefragt, aber ich habe irgendwie den Kopf gerade. Wir sind dabei. Wir haben jetzt von Feld 19, da haben sie also nochmal so ein... Ja, wie soll ich das jetzt nennen? Ja, denn? Ganz kurz, ihr habt ja Saatgut gekauft. Ja, genau. Ja. Und Dünger, das ging wieder über dich. Das Saatgut ging auch bei mir ab? Rein theoretisch, ja. Wie viel so waren das? Wisst ihr das? Nee. Das, da habe ich keinen Einblick. Also da haben wir keinen Einblick. Aber das sollte, das wird dann am Ende, wenn du die Mission abschließt, ja, an sich wieder alles verrechnet. Ja, ich glaube, so 100% wird das nicht verrechnet. Ja, und nicht zu 100%, aber Großteil kriegst du ja wieder. Naja, wir werden das mal anders machen. Ihr behaltet die Seemaschine mal. Also wir schließen diese Mission dann nicht ab. Oder beziehungsweise könnt ihr das ja auch entleeren. Die, ich wollte gerade sagen, wir können es entleeren, weil ich ja selber schon festgestellt habe, die Mission kannst du nicht ewig behalten. Ja, ja, deswegen. Die schließt sich irgendwann selber automatisch ab. Genau, die müssen wir noch nach Möglichkeit fertig kriegen. 10 Minuten. Ja, wir geben unser Bestes.
Ja, Feld 19 ich weiß. Ist gerade klein. Ja, ja, das ist ziemlich groß, ne? Ja, naja. Kriegt ihr das in 10 Minuten hin? 30% habt ihr? Ja, es könnte knapp werden, ne? Könnte knapp werden. Kommt ihr mit einmal Saatgut hin? Ja. Ist es, wie ist der Verbrauch? Ja, ich habe die so weit ausgefüllt, dass es reicht. Okay. Gut, alles klar. Gut, danke euch. Jo, bitte. So. Hi. Tack. Guter Lube. Aua. Ja, ja, ich überlege auch gerade, dass der Mitarbeiter bei mir in den Hof kommt. Vom LU, dass der in meinen Hof geht und Lohnerstatus halt. Naja, das wäre sinnvoller. Ich glaube, das wäre sinnvoller. Ich ziehe mal fix ein kleines Vorgewende, dass wir hier ein bisschen mehr Platz reinkriegen. Scheiß Fliegen, Alter. Der Anhängerumbau hat nichts gekostet. Nee, hatte ich vorhin extra Auge drauf gemacht. Der war bei 0 Euro. Ja, so eine Art GPS-Mod. Ja, ich bin jetzt auf Radio, auf meinem Radio. Ja, danke vorhin für den Hinweis, weil manchmal wird diese Mucke geclaimed. Und ja, danke für den Hinweis, dass ich auf Elektroradio war. Ingame-Musik leider, YouTube muss man, wird immer Beschwerde, kommt immer Beschwerde in letzter Zeit, keine Ahnung warum. Ist ja nicht mehr werbefreundlich. Scheiße, ey. Mist. Wo ist das Geld hin? Ich meine, klar, es wurden jetzt nochmal so 2000 Betriebskosten abgezogen, bei nach 0 Uhr und Kreditrate. Dann habe ich 2400 bezahlt, also von 56 auf 51,5, das passt. Aber wir waren über 60, meiner Meinung. Und das verstehe ich gerade nicht. Ich muss mal auch noch schnell was anderes gucken. Ah, der sticht durch, okay, verstehe ich. Macht GPS-mäßig. Das wird auch übel knapp mit der Mission erledigen. Boah, der muss das ganze Feld flügen. Der muss das ganze Feld flügen. Ich bin wieder Latino. Ja, ja. 7600 Saatgut, echt? Oben in der Süd ist das Geld. (lacht) 13.000 Sonstiges für den MR? Was denn für ein MR? Was ist denn mit MR gemeint? Maschinenring? Ich weiß nicht, ich muss es nachher mal nachprüfen. Lohnt sich gerade überhaupt nicht, scheiße. Lohnt sich gerade überhaupt nicht, leider. Frizzy? Frizzy? Ja. Flügen ist spaßig, ne? Scheiße. Ich flüge auch gerade. Kann ich mit dir was besprechen? Pff, keine Ahnung, was, ob du das kannst. Jetzt mal rein unterhalterlicher Sicht würde ich das hier rausnehmen. Was willst du rausnehmen? Das selber flügen. Unsere Felder werden immer größer. Stell dir vor, du musst die Felder jedes Mal selber flügen. Da bist du ja 7 Folgen am Flügen, Alter.
Ja gut, wir können ja dann später mal noch eine Lösung dafür finden, ja. Also dann, also in Form einer Regelanpassung müssen wir halt dem Dings mal vorschlagen, der Strafkammer. Was die da meinen dazu. Ach. Strafkammer ist halt. Ich bin mal kurz gleich wieder da. Hallo, macht ihr Unkrautbekämpfung? Ja, ne? Ja. Feld 43 ist noch im Wachstum. Ja. Nee, Striegen geht nur in der ersten, ne? Genau. Nur in der allerersten? Ja. Okay, dann ist das wahrscheinlich schon durch. Könnt ihr spritzen? Zwei Felder bei mir? Zwei Felder. Zwei Felder, 43, 33. 43, okay. 33 spritzen. Machen wir. Schieben oder kommt da noch was? Nee, ich überleg noch gerade, das war's. Aber warte mal, ihr. Nee, ja. Schieb mich mal bitte ins LUA. B, meine ich. B, okay. Nein, wir nehmen uns an. Hallo? 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 Ich würde gerne einen Ernteauftrag geben. Ernteauftrag, ja. Ja. Und zwar das Feld 45. Feld 45. Du stehst da gerade, ist das fertig? Ja, das ist fertig. Lass einmal ernten, bitte. Feld 45, was ist da drauf? Weizen. Weizen. Das fahre ich selber ab. Gut. Ja. Küsschen aufs Nüsschen, tschüss. Bringen wir. Moin. Moin, das ist, finde ich, schon viel. Wenn du das bei jeder Ernte 10% verlierst, das geht nachher aber ganz schön aufs Geld. 10% wegen Flügen, meinst du? Naja, wenn wir jetzt sagen würde, komm, wir scheißen auf Flügen, das kannst du vielleicht einmal machen, das sage ich ja zunächst. Aber stell dir mal vor, du machst das bei dem Feld, erntest du 3-4 Mal ab und müsstest eigentlich flügen. Das ist schon eine Menge Geld, die da flöten geht, finde ich. Hm. Ja. War schon gemutet? Nee, ne? Du hattest dich gemutet. Ich weiß aber nicht, ob es diese oder letzte Folge war. Warst du schon gemutet? Nee. Du bist immer so oft weg, da brauche ich mich nicht muten. Ja. Stellt Pflügen aus. Ach, ich weiß nicht, ob das die richtige Lösung wäre. Ausstellen würde ich es nicht. Das nicht. Also ausstellen würde ich es tatsächlich auch nicht. Nicht das ansehen, wo man flügen muss. Okay, was wäre das? Kreidesorten. Aber irgendwann musst du das Feld flügen. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, ich glaube nach der dritten oder nach ja, der vierten. Ja, nach dem dritten Mal. Ja. Man muss nur pflügen, wenn man Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben. Okay. Ja, man könnte gleichzeitig sehen, aber SN, ich habe die Seemaschine doch nicht mehr. Wie oft der Know-how. Kannst ja nicht ändern. Homie, danke für deine 5 Subs. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Dankeschön. Nee, das mit den Flügen ist, ich bin da ja auch ganz dabei, also das ist schon klar, da müssen wir da was. Oder wir müssen halt vorschlagen, ob man Ingame-Helfer beschäftigen dürfen, ausschließlich fürs Flügen. Aber auch nur, wenn wir den kleinen Flug benutzen, wenn wir einen großen Flug kaufen, müssen wir auch selber flügen.
gibt ja auch bedeutend größere Flüge. Meinetwegen, dass man eine Meterzahl festlegt. Dass man sagt, bis der an die Meterzahl darf der Helfer fliegen. Ja? Verstehst du, was ich meine? Entschuldigung, ich hatte gerade was vorgelesen, weil das ein bisschen länger war. Was war? Ich sag, man könnte ja auch so machen, dass man sagt, bis 4 Meter darf man den Helfer fliegen lassen. Ja. Und ab einem Flug ab 4 Meter muss man selber fliegen, wenn man größeren so. Flug benutzen will. Ja. Der Helfer ist bei dem Feld an Müll. Ja, man kann aber, sag ich mal, vorne und hinten zwei Vorgewände machen. Und dann funktioniert der Helfer auch. Das geht schon. Ja? Mit Strohablage oder ohne? Nochmal bitte? Mit Strohablage oder ohne? Moment. Stroh ist einfach so unfassbar wertlos. Ja, vielleicht können sie uns ja ihrem Nachbar verkaufen. Ne, mach mal ohne. Gut, ohne wird gemacht. Zu viel Arbeit. Ja. Wird sie? Ja. Oh, Darum noch ja. Siehst du hörst schon. Was ist los? Wir müssen erstmal Feier machen. Echt jetzt? Ja. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da, schaut bei Füßi vorbei. Wir sind erstmal raus. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.